Level 1.1. Abwechslungsreiche Sicherheit, ungesichert, unterschiedliche Entitätenanzahl über den Schwierigkeitsklasse variabel. Level 1.1 ist ein gerader, schmaler Korridor in Level 1, der sich über eine unbestimmte Entfernung erstreckt. Die Wände haben einen aus weiß gestrichenen Schlagböden und der Boden ist aus blauen Fliesen. Ein Großteil des Levels folgt diesem blau-weißen Farbschema. Gelegentlich erscheinen freiliegende Rohrleitungen und Lüftungskanäle durch Risse und Löcher in der Wand und der Decke. Ähnlich wie Level 1 ist Level 1.1 aufgrund der vielen Kisten, die mit Vorräten gefüllt sind, die über das ganze Level verstreut sind, reichlich an Ressourcen. Diese Kisten werden jedoch weniger häufig, je weiter man sich in das Level wagt, was es für den Decker schwieriger macht, lange Strecken zu reisen. Explorer, die beim Eintritt in Level 1.1 nicht getrennt wurden, was es ermöglicht, in Gruppen zu reisen. Dies hat viele Entdecker dazu gebracht, sich auf Expeditionen durch das Level zu begeben. Viele Versuche, das Ende von Level 1.1 zu erreichen, wurden unternommen, aber keine ist erfolgreich. Dies ist nicht auf die Unzugänglichkeit oder die zu reisende Entfernung zurückzuführen, sondern auf die gefährliche Abweichung in der allgemeinen Sicherheit und die Anzahl der Entitäten. Je weiter man die Korridore hinuntergeht, desto unstabiler wird das Level. Es gibt 4 verschiedene Sektoren des Tunnels, sowie einen unbestätigten Sektor, die von völlig stabil bis sehr instabil reicht. Die späteren Sektoren sind extrem gefährlich und sollten um jeden Preis vermieden werden. Sektor 1. Sicher, gesichert, frei von Entitäten, nur die Schwierigkeitsklasse 0. Sektor 1 ist der erste Sektor von Level 1.1 und der am meisten erforschte. Es ist leicht zugänglich und verfügt über eine große Anzahl von Ressourcen, die sich in Kisten befinden. Die Höhe der Decke variiert und ist zwischen 7 und 12 Fuß hoch. Die Breite der Halle bleibt jedoch konstant und etwa 12 Fuß breit. Das Summen von Leuchtstofflampen ist in diesem Sektor vorhanden, ähnlich wie Level 0. Es ist üblich, dass Sektor 1 viele Entdecker gleichzeitig hat, aber die Anzahl der Entdecker im Sektor sinkt nach Außenposten 2 gleich deutlich. Es gibt keine Dokumentation von gefährlichen Entitäten in diesem Sektor. Sektor 1 setzt sich für schätzungsweise 10 bis 15 Meilen fort. Sektor 2. Unsicher, gesichert, niedrige Entitätenanzahl. Überlebensschwierigkeitsklasse 2. Sektor 2 ist der zweite Sektor von Level 1.1. Obwohl sie wesentlich gefährlicher und instabiler als Sektor 1 sind, sollen erfahrene Entdecker keine Schwierigkeiten haben, ihn zu navigieren. Viele der Funktionen des Sektors sind fehlerhaft. In Teilen des Sektors ist es möglich, durch eine Wand in andere Bereiche von Level 0 zu no-clippen. Der Boden in Sektor 2 ist dann oft in ungeraden Winkeln geneigt, was zu steilen Hügeln und Hängen führt. Der Sektor wird immer schwieriger zu navigieren, da sich der Winkel des Bodens drastisch ändert, je weiter man sich ihm wagt. Die Farben des Korridors können sich in abnormalen Farbtönen ändern. Identische Abschnitte des Fluches können sich immer wieder wiederholen. Und Rohre sowie Kanäle können Teile der Halle blockieren. Es wird geschätzt, dass dieser Teil zwischen 5 und 50 Meilen lang ist. Aber aufgrund der verwirrenden Natur dieses Sektors ist die genaue Anzahl schwer zu messen. Wenn dieser Sektor so lang ist, wie die zuverlässigen Schätzungen glauben, ist er der längste Sektor in Level 1.1. Feindliche Entitäten sind knapp, aber Smilers, Hounds und Skinstealers scheinen gelegentlich in diesem Sektor aufzutauchen. Forscher können leicht in einige der Außenposten entlang der Länge dieses Sektors Unterschlupf suchen. Es wird empfohlen, dass Entdecker ab diesem Zeitpunkt in Gruppen reisen. Wenn man in späteren Sektoren allein bleibt, ist man anfällig für Angriffe von Entitäten. An verschiedenen Stellen im Sektor 2 finden sich Markierungen an den Wänden, dem Boden und der Decke. Sie scheinen in einer unbekannten Sprache geschrieben zu sein und konnten bisher nicht übersetzt werden. Sektor 3. Unsicher, ungesichert, mittlere Entitätenanzahl, über Lebensschwierigkeitsklasse 4. Sektor 3 ist der dritte Sektor in Level 1.1. Es ist sehr instabil und schwierig zu navigieren. Selbst erfahrene Entdecker würden es schwer haben, dieses Level zu überqueren. Aber auf halbem Weg durch diesen relativ sicheren Sektor wurde ein Außenposten eingerichtet. Aufgrund der Instabilität dieses Levels ist es wahrscheinlich, dass man nicht in einen anderen Bereich von Level 1 zurückkehren kann. Ein Großteil dieses Sektors ist in Dunkelheit gehüllt und Oberlichter oder Taschenlampen scheinen diesen Zustand nicht zu ändern, aber es gibt gelegentlich Bereiche mit hellem Licht. Im Teil des Sektors aus unbekannten Gründen. Es wurden keine offensichtlichen Lichtquellen gefunden. Die Decke in Sektor 3 ist viel höher als die in Sektor 1 und 2. Sie ist etwa 20 Fuß hoch. Die Breite des Korridors variiert in diesem Sektor zwischen 6 und 20 Fuß. Aus unbekannten Gründen weist Sektor 3 einen schwarzen Geruch von Antispecia auf, der in anderen Sektoren nicht vorhanden ist. Smiler bewohnen normalerweise dieses Level. Begegnungen mit anderen Entitäten wurden dokumentiert, sind aber aufgrund der Dunkelheit des Sektors schwer zu beweisen. Sektor 4. Umweltgefahren, strengstens unbewohnbar, Potenzial für anormale Entitäten, Überlebensschwierigkeitsklasse Dead Zone.
Sektor 4 ist der letzte bestätigte Sektor von Level 1.1. Es ist extrem gefährlich und sollte um jeden Preis vermieden werden. Über diesen Sektor ist nicht viel bekannt, außer dem, was man in diesem Bild sehen kann. Es scheint ein schwarz-weißes Farbschema zu übernehmen und ist unglaublich instabil. Berichte von den Expeditionen, die es entdeckt haben, sagen, dass der Sektor wild wellenförmig ist, was die Navigation fast unmöglich macht. Überlebende berichten von akutem Schwindel, Übelkeit und Gleichgewichtsverlust. Ein Großteil dieses Sektors hat keine Koalition. Das No-Clipping durch das Level fällt in eine vermutlich endlose Leere. Massen von extrem gefährlichen Wesen bewohnen diesen Sektor. Sie scheinen den Gesetzen der Schwerkraft nicht zu gehorchen und schweben frei durch das Level. Einige Entitäten sind fehlerhaft und erzeugen Mutationen. Ein Entdecker beschreibt einen Skinzieler in wahrer Form mit den Flügeln einer Deathmorph. Sehr selten und einzigartige Entitäten, wie sie auch hier zu generieren sind. Was viele glauben, dass eine Anomalie den Sektor dazu veranlasst, Entitäten zu duplizieren und zu mutieren. Die Gruppe Entdecker, die sich in Sektor 4 wagten, kehrten mit 7 Mitgliedern weniger zurück. 2 schwer verstümmelt und 6, die mutiert waren. Diejenigen, die mutiert waren, hatten zusätzliche Arme, abnormale Löcher im Körper und andere Kuriositäten ohne Nebenwirkungen. Sektor 4 wurde kurzzeitig von der MAC abgesperrt, um weitere Vorfälle wie diesen zu verhindern. Ein Schild am Ende von Sektor 3 lautet: Warnung, überquerte diesen Punkt nicht. Der Tod steht für alle, die in Sektor 4 eintreten, unmittelbar bevor. Trotz dieser Warnung sind mehrere Entdecker von Level 1 verschwunden und es wird theorisiert, dass Level 1.1 die Ursache für dieses Verschwinden ist. Sektor 5. Existenz unbestätigt. Wahrscheinlich unzugänglich. Ungeeignet für Leben. Überlebensschwierigkeitsklasse ausstehend. Basierend auf den Konten von Mitgliedern der Partei, die sich in Sektor 4 gewagt haben, kann es einen fünften Sektor geben. Mehrere Mitglieder sprachen von einem weiteren Level, die sie sahen, als sie in Sektor 4 waren. Aber viele dieser Entdecker starben kurz darauf oder wurden verrückt. Aus diesem Grund hat die MAC keine dieser Behauptungen bestätigt. Die einzige Beschreibung, die unter dem Überleben konsistent war, war die eines Leuchtfeuers, das Entdecker mit unbekannten Mitteln darauf hinzog. Im Folgenden finden Sie ein Videotranskript dieses Interviews mit den Überlebenden. Augenzeugenansprüche Sektor 5. MAC-Interview Sektor 4 Überlebende. Videotranskript 23.04.2020. Das Folgende ist eine Videotranskription eines Interviews mit 3 Überlebenden von Sektor 4. Interviewer Stuart und die 3 Entdecker betreten den Raum. Stuart setzt sich auf einem Stuhl und bittet den anderen, dasselbe zu tun. In Ordnung, alle zusammen. Danke fürs Kommen. Ich werde Ihnen nur ein paar Fragen zu Ihrer Erfahrung in Sektor 4 stellen. Dieser Ort ist jenseits der Hölle, das ist sicher. Auf welche Weise? Ich habe gehört, dass es viele seltsame Entitäten geben soll. Sollte doch etwas Seltsames? Ja, die Entitäten waren alle fehlerhaft. Einige von ihnen hatten irgendwie Funktionen mit anderen gewechselt. Ich erinnere mich, dass es eine Art Skinzieler-Deathmorph-Kombination gab. Es war ein beschissener Tag, Mann. Gott, ich zittere, wenn ich mich nur an diese Dinge erinnern muss. Einige waren fast normal, aber andere waren geradezu grausam. Sie schwebten auch alle so, als wären wir um das Level geworfen wurden. Sie schwebten einfach über uns und suchten nach einem leichten Tod, wie Geier. Ich verstehe wirklich nicht, warum die Tunnelgang diesen Sektor überwinden will. Es hat einfach keinen Sinn. Es ist ein wenig seltsam, dass die Entitäten nicht aktiv angegriffen haben. Jetzt, wo du es erwähnst, ist es ein wenig seltsam. Ich traf einen Smiler-Level in Sektor 2, als ich ziemlich neu in den Backrooms war. Und er gab nicht auf mich zu jagen. Zum Glück habe ich eine Tür zu Level 4 gefunden, oder ich wäre wahrscheinlich tot. Sie haben alle 100-mal von ihren Nachtoderfahrungen erzählt, verdammt. Wir nehmen ein Interview über ihre anderen Nahtoderfahrungen auf. Niemand kümmert sich darum. Wir haben alle schon einmal einen Zweiler gesehen. Nordruck in Ordnung, ich will die Klappe halten. Wo waren wir? Die fehlerhaften Entitäten. Ja, das war, und dann war das Licht, der schlimmste Teil. Das Licht? Was meinst du damit? Harris bricht von seinem Sitz aus und wird wütend mit den Armen. Er packt Stuarts Schulter und beginnt die kräftig zu schütteln. Das Licht, es winkt, zieht uns näher. Sir, bitte loslassen. Richardson steht auf und zieht Harris zurück in den Sitz. Kümmere dich nicht um ihn. Er war nicht richtig im Kopf, dass wir Sektor 4 verlassen haben. Wieso? Er reagiert kaum auf jemanden. Manchmal murmelt er Unsinn über Licht. Wir wissen nicht warum. Wenn ich raten muss, hat Sektor 4 irgendwie mit seinem Kopf herumgespielt. Das denken wir auch. Wie auch immer, was hast du über das Licht gesagt? Es war wie eine Art Leuchtfeuer im Tunnel. Es war eine Art Licht. Wir haben versucht, darauf hinzugehen, weil wir dachten, wir hätten es auf ein weiteres Level geschafft. Da ging alles nach Süden. Alle schreien, glitzerte Entitäten erscheinen aus dem Nichts. Ich habe meinen Bruder verloren. Er sah das Licht und rannte darauf zu. Ich habe versucht, ihn aufzuhalten, aber ich konnte nicht. William begann unkontrolliert zu zittern. Sie gräbt ihren Kopf in ihren Händen und beginnt zu schluchzen.
Er kam zu nah dran. Das war das letzte Mal, dass ich ihn sah. Wir müssen zurückgehen, wir müssen zurückgehen. Finde den Himmel, das Licht wird kommen, komm näher, die Geheimnisse des Universums liegen im Licht. Das Licht wirkt, das Licht winkt, eine Tür nach draußen. Dieses Licht hat uns seltsame Dinge angetan, wir sind alle weggelaufen. Einige gingen auf das Licht zu, einige ratten weg, einige kamen zu nahe. Wir sahen sie nie wieder. Jemand, den ich kannte, ein Freund, drehte sich von innen nach außen, alles schwebt heraus. William löst sich in Hysterie auf und beginnt zu hyperventilieren. Er bricht sich auf den Boden. Harrison legt eine Hand auf William und schnallt zu versuchen, sie zu trösten. Sie werden eines Tages zurückkommen. Sie haben sich gerade ausgeruht. William starrt Harris an und schiebt ihn weg. Du hast keine Ahnung, was passiert, bist du verrückter alter Scheißer. Du warst nicht derjenige, der deinen Bruder direkt vor dir sterben sah. Du weißt nicht, wie es ist. William steht auf, um ganz zur Tür zu gehen. Kara, bitte. William macht eine obszöne Geste gegenüber Richardson. Bitte komm zurück. Es ist in Ordnung. Wir müssen nicht über das Licht sprechen. Ich bin fertig mit diesem Blödsinn. Du kannst ein Interview nehmen. Du kannst uns hier in den Arsch schieben. William verlässt den Raum und schlägt die Tür hinter sich zu. Der Raum ist für ein paar Minuten still. Harrison zappelt mit den Händen. Er ist in Ordnung. Es ist nicht seine Schuld. Das Licht ist aus offensichtlichen Gründen ein sensibles Thema für Sie. Wir können das Interview fortsetzen. Natürlich, Herr Harrison. Können Sie mir mehr über das Licht erzählen? Es winkt. Wohin sind die vermissten Entdecker gegangen? Das Licht. Es brachte sie in ein anderes Flugzeug, erhöhte ihre Existenz. Niemand weiß, außer denen, die es erlebten. Nebenräume. Nebenräume? Sagt dieser Clown ernsthaft, dass da draußen eine andere Art von Backrooms gibt? Bullshit. Vielleicht so, vielleicht nicht. Das Licht winkt. Es versetzt sich auf eine erhöhte Existenz. Wir müssen zurückgehen. Wir müssen zurückgehen. Bring mich zurück. Ich muss zurück. Es tut mir leid, es ist so gefährlich. Harrison springt von seinem Stuhl und stürzt durch den Raum und erstickt Stuart. Richardson beeilt sich, Harrison von ihm abzuziehen. Jemand tritt das Bein des Stativs auf und die Kamera montiert und fällt auf den Boden. Ich muss zurück. Bring mich zurück. Bring mich zurück. Bring mich zurück. Bring mich zurück. Ende der Aufnahme. Zwei kriegführende Gruppen kämpfen um den Besitz von Level 1.1. Die Tunnel-Gang und Mac Team Corridor. Team Corridor ist eine Gruppe, die von dem Mac beauftragt wurde, Level 1.1 zu erforschen und zu dokumentieren. Dazu gehören unter anderem Organisationen von Expeditionen und weniger bekannten Sektoren zu dokumentieren und Identitäten zu kategorisieren, die auf dem Level zu finden sind. Es besteht aus etwa ein Dutzend ständigen Mitgliedern sowie ein temporärer Forscherinnen und Forscher, die das Level erforschen. Team Corridor verwaltet und beliefert auch einige der verschiedenen Außenposten auf diesem Level. Die Tunnelgang. Die Tunnelgang ist eine Gruppe von Bürgwehrforschern, die Anspruch auf Level 1.1 erheben. Sie werden von einem Mann angeführt, der einfach als Blade bekannt ist, aber weitere Untersuchungen haben ergeben, dass er ein ehemaliges Mitglied von Mac-Basis Gamma namens Miles Mason ist. Sie sind relativ feindselig und ringen ständig mit dem Mac um die Kontrolle des Levels. Die Tunnelgang glaubt, dass der konzeptionelle Sektor 5 ein Ausgang von den Backrooms sein könnte und hat mehrere Versuche unternommen, dies zu tun. Es gibt 6 ständige Mitglieder der Tunnelgang. Sie haben am Ende von Sektor 2 einen Besitz des informellen Außenpostens genommen, die sie jetzt als ihren Hauptsitz akzeptieren. Obwohl sie feindselig sind, sind sie selten gefährlich und Waffen sind extrem primitiv. Hergestellt aus den Resten von Versorgungskisten, die um Level 1 herum zurückgelassen wurden. Aus diesem Grund konnten viele Entdecker sie um den Zugang zu Level 3 bekämpfen. Die Mac hat sich darauf entschieden, die Tunnelgänge in Ruhe zu lassen und hat dafür gesorgt, friedliche Verhaltungen mit ihnen zu führen, die alle die Tunnelgänge abgelehnt haben. Ein Mac-Vertreter argumentiert, dass die Tunnelgänge Materialien für Entdecker bereitstellt. Die sich weiter in den Tunnel wagen, ohne dass die Mac mehr Materialien verwenden muss, um ihn aufzufüllen. Ein Notizbuch mit einem kürzlich schriftlichen Erkundungsprotokoll wurde von einem einsamen Entdecker in Level 1 wiederhergestellt, vermutlich geschrieben von einem Mitglied der Tunnelgänge. Schriftliches Protokoll. Tag 1. Heute beginnen wir unsere vierte Reise in Sektor 5. Wir haben viel Essen und Wasser. Also hoffen wir, dass wir es dort schaffen, wo wir das letzte Mal waren. Blade sagt, dass wir besser vorbereitet sind als je zuvor. Wir haben uns gegen eigene Packungen eingetauscht, um mehr Sachen mitzunehmen. Ich hoffe, es wird helfen. Tag 2. Okay, ich konnte nicht aktualisieren, da es in Sektor 3 zu dunkel war. Aber wir sind jetzt endlich auf einem hellen Bereich gestoßen. Letzte Nacht haben wir im Flur geschlafen und alles verlief reibungslos. Blade sagt, dass wir Außenposten 4 in ein paar Stunden erreichen werden. Wir haben noch keine Entitäten gesehen. Das bedeutet, dass wir mehr Glück haben als letztes Mal. Update. Tag 3. Emma hat vor, uns heute zu wecken, da sie Frühstücksaufsteherin ist. Aber es hält sich heraus, dass ein Smiler beschlossen hat, es für uns zu tun.
Er schlich sich auf uns und griff an, während wir schliefen. Blade schaffte es abzuwehren, aber Cam hat nicht so viel Glück. Er schaut, wohin er ging, während er sich zurückzog und schnitt direkt durch die Wand. Blade sagt, dass wir nicht zurückgehen werden und dass wir uns mit ihm treffen würden, wenn wir fertig sind. Wir werden versuchen, heute so viel Fortschritt wie möglich zu machen, aber Blade sagt, dass wir es für ein paar Tage nicht in Sektor 4 schaffen werden. Die Dunkelheit beginnt, ihren Tribut zu fordern und in zufälligen Flecken blendendes Licht helfe nicht. Ich habe vergessen, wie sehr ich diesen Sektor hasse. Tag 4. Blade sagt, dass wir uns Sektor 1 nähern. Wir haben es geschafft, wo wir auf die Expedition zurückkehren. Jacks Körper ist jedoch nicht mehr da. Wir wissen nicht, wohin es gegangen ist. Die Vorräte beginnen zu schwinden. Ich hoffe, wir schaffen es bald. Tag 5. Heute haben wir es bis zum Eingang von Sektor 4 geschafft. Ich hätte nie gedacht, dass ich es so weit schaffen würde. Aber hier bin ich. Der ganze Korridor dreht sich und variiert sich wie eine verrückte Vergnügungsfahrt. Blade sagt, dass wir ein paar Tage damit verbringen werden, dasselbe zu erkunden, bevor wir unseren Ritt machen. Ich bin ein wenig nervös, da die Vorräte knapp werden. Hoffentlich ist Sektor 4 nicht lang, denn wir müssen bald hier raus. Tag 6. Wir beginnen zu erkennen, dass wir stark unterschätzt haben, wie viel Essen wir brauchen. Wenn wir nicht weit losgehen, müssen wir vielleicht umkehren. Blade sagt, wir sollten einen Schritt machen. Ich kann Entitäten sehen, die nicht weit vom Eingang entfernt sind. Sie entstehen einfach. Einige von ihnen sehen seltsam aus. Sie scheinen aus irgendeinem Grund nicht zu nahe zu kommen. Blade sagt, es ist jetzt oder nie. Wir bereiten uns vor und gehen hinein. Ich bin wirklich nervös. Es besteht eine gute Chance, dass wir alle hier sterben. Aber es ist nicht so, dass ich sowieso nicht in der Backroom sterben würde. Ich kannte das Risiko. Des Protokolls. Das Schicksal des Autors ist unbekannt. Aber Blade und zwei andere Entdecker wurden etwa 2 Wochen nach dem letzten Eintrag in diesem Protokoll in der Jakobshütte gesehen. Auch die Fragen weigerte sich Blade, über ein anderes Begehrtunnelgang die Ereignisse ihrer Expedition zu erzählen. In Lille 1.1 gibt es mehrere Außenposten und sichere Orte. Diese Außenposten sind mit verschiedenen Vorräten und Ressourcen für Entdecker bestückt. Außenposten, die sich in den frühen Abschnitten des Levels befinden, können dauerhaft besetzt sein. Aber spätere Außenposten sind oft unbewohnt und werden nur alle paar Wochen oder Monate wieder aufgefüllt. Viele der 5 Außenposten wurden von Mac eingerichtet, aber einige sind unabhängige Außenposten, die sich in der Regel in einem Bereich befinden, in dem es eine Art Variation im Tunnel gibt. Dazu gehören kleine Rezessionen in der Wand, aber bei denen sich die Flur auf 20 Fuß oder mehr erweitern kann, oder große Räume, die über kurze Seitenflure zugänglich sind. Es ist nicht bekannt, was dazu führt, dass diese Anomalien in einem ansonsten einheitlichen Flur auftreten. Außenposten 1 ist ein dauerhaft besetzter Außenposten in Sektor 1. Er ist der sicherste und stabilste der Außenposten. Er wird dauerhaft von Mitgliedern der MEC besetzt und wird häufig aufgefüllt. Am Eingang zum Außenposten 1 öffnet sich der Korridor in einen kleinen Raum. In diesem Raum gibt es einen Lagerbereich für Vorräte, einen Satz von 4-3 hohen Kojonen für Reisende, Kühler für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und andere Grundnahrungsmittel. Der Außenposten weist ähnliche Eigenschaften wie ein unfertiger Keller auf. Die Wände stimmen mit dem Rest des Levels überein und bestehen auf Schlagblöcken, sind jedoch unlackiert. Es gibt einige freiliegende Rohrleitungen und Lüftungskanäle, die an den Wänden und der Decke befestigt sind, sowie eine Standard-Lüftungsbeschleuchtung. Der Boden war ursprünglich Schmutz, aber wurde seitdem durch Holzbretter ersetzt. Außenposten 2 befindet sich an einer Kreuzung zwischen Sektor 1 und 2, die von dem MEC besetzt sind. Er ist der größte der Außenposten und erstreckt sich über ein Netz von Räumen. Ein Schlafsaal mit 16 Etagen, Küche plus Essbereich, Lagerraum, Handelshalle, gemeinsamer Bereich. Entdecker verbringen die meiste Zeit in diesem Außenposten von einem der anderen Außenposten und bereiten sich auf die bevorstehende Gefahr vor. Am Eingang zu diesem Außenposten vergrößert sich der Flur auf etwa 12 Fuß. In diesem erweiterten Bereich befinden sich die Handelshalle, in der Entdecker ihre Waren ausstellen und Geschäfte anbieten. Auf beiden Seiten der Handelshalle befindet sich eine Tür, die sich jeweils in ein kleines Netz von Räumen befindet. Außenposten 2 ist der letzte ausreichende stabile Außenposten. Der Boden, die Wände und die Decke wird von einer Standard-Leuchtstofflampe beleuchtet, die mit einem Timer betrieben wird und 16 Stunden am Tag und die restlichen 8 Stunden ausgeschaltet bleibt. Dieser Außenposten wird hauptsächlich von dem MEC beliefert, aber unabhängige Entdecker sind oft bereit, in der Handelshalle für Materialien zu handeln. Außenposten 3 ist nichts anderes als ein kleines Regal an der Wand auf halbem Weg durch Sektor 2 und ist mit verschiedenen Vorräten bestückt. Es gibt auch ein kleines Kinderbett unter anderen Regalen, das herausgezogen werden kann, um in einem Flur geschlafen zu werden. Aufgrund der Glitchstörung, Instabilität von Sektor 2 ist bekannt, dass die Vorräte auf unerklärliche Weise aus dem Regal verschwinden. Ich sehe viele Missionen früh beendet, da Entdecker, die sich bei Außenposten 3 auffüllen wollten, die Regale leer fanden und zu Außenposten 2 zurückkehren mussten. Und andere Optionen müssen Entdecker in Korridoren schlafen und Angriffe von feindlichen Entitäten riskieren. Außenposten 3 wird monatlich von dem MEC aufgefüllt. Jakobshütte. Jakobshütte ist ein informeller Außenposten am Ende von Sektor 2.
Es besteht aus Ersatzkleidung und Bettwäsche, die aus Stöcken und Stäbchen gefasst ist, um eine primitive Hütte in einer großen Rezession in der Wand zu erschaffen. Es wurde während der Expedition zum Ende von Level 1.1 unter der Leitung von Jakob Bojak erstellt. Das Team nutzt es, um zusätzlich auch Vorräte zu lagern, damit sie wieder auferfüllt werden konnten, ohne zurück zu Außenposten 2 oder 3 zu reisen. Nach dem katastrophalen Scheitern dieser Mission beansprucht die Tunnelgang die Hütte für sich und wohnt dort dauerhaft. Solange man keine Abzeichen einer MEC-Mitgliedschaft zeigt, wird die Tunnelgang anbieten, mit der Entdecker in der Hütte zu handeln. Außenposten 4. Außenposten 4 ist extrem instabil und sollte nur für schnelle Boxenstopps verwendet werden. Etwa 4 Fuß auf allen Achsen, vermutlich von irgendwo in Level 1. Im Inneren befinden sich verschiedene Arten von Lebensmitteln, Getränken, Kleidung und anderen wichtigen Dingen. Es befand sich in der Mitte in der Halle, sodass Entdecker es leichter in der Dunkelheit von Sektor 3 finden. Es wird selten wieder aufgefüllt, weil es schwierig ist, sich in Sektor 3 zu wagen. Einige feindliche Entitäten haben festgestellt, dass Entdecker oft zu dieser Box kommen und darauf warten, dass ahnungslose Entdecker auf sie zuwandern. Außenposten 5. Es wurden mehrere Versuche unternommen, einen fünften Außenposten am anderen Ende von Sektor 3 zu errichten, aber nach mehreren Entitätenangriffen hielt die MEC einen fünften Außenposten für zu ressourcenintensiv und er wurde aufgegeben. Level 1.1 kann bequem erreicht werden, indem man südlich von MEC-Basis Alpha in Level 1 reist. Ein Schild ist innerhalb des Levels angebracht, das seine Existenz signalisiert. Level 1.1 scheint von keinem anderen Level als Level 1 zugänglich zu sein. Level 1.1 kann durch einen Rückschicht durch die Korridor und den Ausgang durch den Eingang zum Level entkommen. No-Clipping kann auch Landforscher in einem zufälligen Teil von Level 1 landen. Dies ist jedoch unvorhersehbar und sollte nur als Fluchtmethode in Notfallfällen verwendet werden. Beachten Sie, dass das No-Clipping aus Sektor 4 die Entdecker nicht auf Level 1 zurückzubringen scheint. Es gibt keine andere dokumentierte Möglichkeit, auf Level 1 zurückzugreifen oder Level 1 zu verlassen.